Servus, meine lieben Freunde, der Professore meldet sich aus dem Studierzimmer und wir machen einfach weiter, ich gebe Vollgas. Oh, tatsächlich erreichte ich dieses Dorf, weil ich vor den Schrecken des Krieges floh. Mein Vater arbeitete für die Regierung und als er starb, wurde ich vom Rest meiner Familie getrennt. Okay, wenn das gerade so passt. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich sie wiederfinde und wir erneut zusammen sein können. Stell mir die Standarte auf. Und ich mache jetzt mal was. Ich werde jetzt versuchen, eine Folge einfach mal komplett Hochdeutsch zu schwätzen, bis auf das, was ich jetzt gemacht habe. Und schreibt mir doch einfach in die Kommis ein. Gern auch mein Kumpel in irgendeiner Art und Weise. Ob das einfach besser ist, ob das angebrachter ist. Wenn ich eine Zeit lang so schwätze, kommt mir das auch wieder leichter dann vor. Also Stufenaufstieg. Ja, ich bleibe mal bei dieser Holzkraft. Ja, das passt gerade. Das kriege ich gut Gesundheit dazu. Nahkampf und ich glaube auch, dass diese Waffe, die ich da habe, ja, gar nicht so schlecht damit geht. Wobei auch Wasser was bringen würde, aber ich will die Lebenspunkte am Anfang jetzt haben. Das ist für mich einfach erstmal das Wichtigste. So, und weil ich es angekündigt habe, konzentriere ich mich jetzt auch wirklich und red mal eine Folge wirklich Hochdeutsch und gebe hier nochmal Vollgas und mache das dann in der nächsten Folge nochmal anders und gebe dabei auch Vollgas und dann könnt ihr mir sagen, was euch besser gefällt. Für mich ist es wurscht, ich kann mich entsprechend, wie gesagt, anstrengen. Okay, wacht ihr auf? Ah ne, das sind gar keine Gegner, okay. Oh, aber du. Was ich sehr, sehr geil hier an dem Spiel finde, das sind mich wieder mega an Nioh. Mein Part macht ja auch Sinn, ne? Hoch, oh, da ist noch ein Gegner. Da ist auch ein Gegner. Oh, oh, oh. Shit. Zack, hoch. Dass man hier so auf Angriff gehen kann und einfach durchspammen. Wenn du halt wirklich durchgehend diesen Angriff machst. Okay, da der uns schon bemerkt hat jetzt, kann man da nicht mehr ihn. Ja, kann man nicht mehr auf ihn drauf springen. Er ist eh oben. Jawohl, wir haben es weit geschafft, aber es ist noch nicht vorbei. Ah ja, sobald wir diesen Bereich von Gegnern befreit haben, können wir vielleicht bei mir zu Hause vorbeigehen? Dort ist etwas, das ich euch zum Dank geben möchte. So, jetzt höre ich auf, weil ich will mich konzentrieren auf den Kampf. Ach da, wow. Und ich überlege mir, ob ich zur Hälfte der Folge switche und dann wieder ein Dialekt, wie ich ihn sonst halt spreche, mit reinbaue. Einfach damit ihr nicht denkt, weil jetzt das Pacing hochgegangen ist, gefällt euch die Folge besser. So, den müsste ich doch jetzt anspringen können, oder? Ja, komm, klappt. Wie gesagt, das ist total geil, dass du hier einfach die Gegner, wenn du triffst, bist du einfach stärker als sie. Also das haut dir einfach zurück und stunt sie, das finde ich total geil. So, hier, jawohl. Zack, 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 ist sonst nix. Level up, schon wieder einer. Boah, also das ist schon heftig. Das mag ich natürlich, also nicht falsch verstehen. Sie angewöhnt zu blocken und dann noch trotzdem mit dem B-Ding zu kontern. Okay, was machst du da? Kann ich mich da vorbeischleichen? Oh, Kampfkünste. Ah ja, das habe ich schon rausgefunden. Kampfkunst 1, RB und X. Kampfkunst 2, Y und X. Ah, ich habe immer das Falsche vorhin gedrückt bei dem Katzal, also beim Tiger. Da habe ich immer mit RT das versucht. Daran lag es. Ah, okay. Entfessle eine mächtige Kampfkunst, die Willen verbraucht. Du kannst keine Kampfkünste einsetzen, wenn deine Willensanzeige niedrig ist. Kampfkünste ändern sich je nach verwendeter Waffe. Seltene Waffen können zwei Arten von Kampfkünsten ausrüsten. Für uns jetzt erstmal nicht. Das ist aber auch klar jetzt, sobald ich also schon was verbraucht habe von der Willensanzeige, ich nenne es einfach jetzt mal Key, ne, auch wenn ich glaube, die hier Key als Währung haben, weil wir haben auch vorhin einen Keybrocken gefunden. Ich nenne jetzt auch mal einfach das, wie es in Nioh war, einfach Key. Diese Art Ausdaueranzeige, die keine echte Ausdaueranzeige ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dass wenn das im orangenen Bereich ist, kann ich es nicht machen. Wenn es neutral ist, kann ich es wahrscheinlich machen. Geht das jetzt? Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Sehr, ah, Mist, jetzt hat er mich. Oh, Mist, oh mein Gott, ist der stark. Jawohl, sehr gut. Ich habe das Gefühl, ihr seid für Großes bestimmt. Wir werden das schon bald erfahren. Okay, ja, also ich alles in mir schreit, geht zurück zu diesem Heilding, aber ich heile mich lieber so. Hab jetzt 8 da unten, 6 da oben. Okay, da steht einer. Kann ich mich an den ranschleichen? Wahrscheinlich schon, aber es gibt keine Schleichtaste hier. Ich wollte jetzt gerade mit L3 schleichen, aber das ist natürlich Blödsinn. Ach, geht nicht. Oh, Mist, Mist, Mist. Also heilen.
Zack, hauen wir ihn um. So, und haben wir noch einen? Ja, so ist noch. Oh, wow, wow. Zack, zack, zack. Und rein. Perfekt. Noch mehr. Ja, da oben ist noch einer. Oh, da ist wieder so eine von denen. Ja, zack, zack, zack. Okay. Ah, ist das rechts oben? Jetzt schaut's mal, wenn ich das nehme. Hier. Ja, dann geht das untere auf 3 auf 3. Das heißt, wir haben alles gefunden. Sehr cool. Und ich habe doch vorhin in der einen Folge noch Ausrüstung gefunden. Oh, ich habe sogar viel mehr Ausrüstung gefunden. Das schauen wir uns doch mal an. Also die erste Waffe möchte ich auf keinen Fall tauschen. Weißer Holzknüppel. Hm, ja. Das obere ist das Holzzeichen. Das heißt, C- ist besser natürlich, als wenn es nichts hat wie das. Und das ist auch C-. Also erste Waffe lasse ich, aber zweite könnte ich mir das vorstellen. Ja, das ist cool. Das ist wie der Bo von Donatello von den Turtles. Oh mein Gott, was haben wir denn da gefunden? Rüstung des Generalleutnants. Oh, dann geht's aber auf grün hoch. Seht ihr das unten? Dann sind wir statt dem blauen auf grün. Ich versuche mal, ob ich damit klarkomme, weil die Abwehr ist natürlich schon sehr, sehr viel geiler. Oh, und das sieht cool aus. Sehr, sehr cool. Ja, das ist witzig, wie dann durch das Ding hier so ein bisschen die Brust abgebunden wird. Das ist wahrscheinlich ein männliches Outfit. Aber das ist jetzt egal. Wir nehmen das mal. Wir gehen hier rein. Oh, bin ich bei 95,3. Aber es ist immer noch grün. Hä? Aber ein grelleres Grün. Hm, oder ist das gelb? Keine Ahnung. Ich rüst's mal aus, wenn ich merke, ich komme nicht klar. Weil ich weiß jetzt nicht, wie sich das auswirkt. Ich weiche mal aus. Tut sich nichts. Und doppel ausweichen. Ah ja, da rollt sie jetzt nur noch. Aber es ist immer noch sehr, sehr schnell. Eh genial im Game Pass. Ne? Mittlerweile auch viele solcher Games mit drin. Wo wir von Koei Tecmo hier gerade das spielen. Team Ninja. Gibt es auch mittlerweile die Ninja Gaiden Reihe, glaube ich, mit drin. Das werde ich mir vielleicht auch mal vornehmen. Okay, was ist mit dir los? Das ist wohl der Anführer dieser Einheit. Zweifelsohne ein mächtiger Gegner. Indem du den Anführer besiegst, kannst du die gegnerische Standarte erobern. Okay, kann ich ihn anvisieren? Ja, das geht. Also ich versuche es jetzt gegen den, ob ich trotzdem klarkomme. Oh! Uiuiui. Okay, komm. Ah, Gott. Oh, Mist! Komplett unten die... Okay, ich hau jetzt einfach mal auf ihn drauf und guck, ob ich da durchkomme. Okay, das ist sehr viel schwerer mit dem Ki. Oh Mist! Oh Mist! Okay, ich muss was ausziehen von dem schweren Zeugs nach dem Kampf, weil das funktioniert so nicht. Jawohl, habe ihn besiegt, aber das war jetzt schon deutlich schwerer. Also das war schon krass. Überleg sogar, ob ich beide ausziehen soll, weil das hat man gesehen, wie das Ding sich da schwerer darstellt. Aber wir haben ihn geschafft, das ist schon mal gut. Und ich bleibe jetzt bei der Folge, auch wenn ich fast wieder in Slang reingerutscht bin. Beim Hochdeutschen macht es einfach wie ursprünglich mal angekündigt der nächsten. Okay, jetzt haben wir 10 von 10. Wir können auch wieder hier ausruhen. Sehr gut. Zauber. Oh, haben wir irgendwann Zauber gelernt? Das habe ich nicht mitgekriegt. Stufenaufstieg mache ich trotzdem als erstes. Und ich bleibe bei der Holzkraft. Fehlen jetzt nur 25. Haben wir jetzt wirklich schon so einen Key-Splitter, sage ich mal, gefunden, der uns vielleicht auch mehr gibt. Dann würde ich den jetzt mal einsetzen. Elixier, was ist das? Erhöht bei Benutzung den Moralrang und den Willensgewinn, lässt aber den Willen langsam schwinden. Elixier ist eine mit chinesischer Alchemie hergestellte Medizin. Es hat die Macht, das Elixierfeld, Teile des Körpers, die als Kraftzentren fungieren, mit neuer Kraft zu erfüllen und erhöht das Ki, um die Moral zu verbessern. Eine Überdosis kann jedoch Wahnsinn auslösen. Unkontrollierte Anwendung ist daher streng verboten. Schreibt auch mal bitte, ob euch das gefällt, wenn ich das alles vorlese. Fragment wahren Kies. Fragment wahres Ki. Gewährt bei Benutzung 100 wahres Ki. Dieses Fragment stammt von einem Klumpen verfestigtem wahren Ki. Er löst sich in Luft auf, sobald er mit dem Ki des Benutzers reagiert. Es ist nicht bekannt, wie Klumpen wahren Kies entstehen. Eine Theorie ist, dass nur eine Gottbestie mit einem besonderen Elixierfeld sie erschaffen kann. Okay, Hitze beständiges Eis, hebt den Verbrennungsstatus sowie den entsprechenden Statuseffektaufbau auf, erhöht außerdem für eine gewisse Zeit den Feuerwiderstand. Hitzebeständiges Eis wird vom ewigen Eis auf dem Gipfel des Kunlumbergs gesammelt. Lass seine kalte Aura durch deine Ki-Pfade ziehen und du wirst für kurze Zeit immun gegen Feuer. Splitterwahres Ki.
gewährt bei Benutzung 100 wahres Key. Dieser kleine Splitter stammt von einem Klumpen verfestigtem wahren Key. Das ist dasselbe wie beim großen vorhin schon. Und wir haben die drei Drachenheilungstöpfe, die sich wiederherstellen. Das ist unser Estus-Flask, sag ich mal. Stellt bei Benutzung Gesundheit wieder her, kann mehrfach verwendet werden und verschwindet auch nicht, sobald er aufgebraucht ist. Wird nach Ausruhen bei einer Standarte komplett aufgefüllt. Der Drachenheilungstopf ist ein heiliger Topf, der Key absorbieren und verdichten kann, um dieses zur Heilung zu nutzen. Du hast diesen Topf von einem jungen Bewohner der Provinz Xu erhalten, der von den gelben Turbanen angegriffen wurde. Seine Vorfahren hatten einst dem verarmten Hexer Xu Fu geholfen. Als dieser später mit der Unterstützung des ersten Kaisers von Qin in der Gesellschaft aufgestiegen war, erinnerte er sich an diese Hilfe und sandte ihnen diesen heiligen Schatz. Okay, schön. Das ist ein bisschen Zeit vergangen. Das mit den Zaubern lese ich beim nächsten Mal durch. Was ich aber noch mache, ist, dass ich wieder irgendwas ausrüste hier. Was ist denn schwerer? 15 und das 12. Also dann wechseln wir das. Obwohl es natürlich auch richtig viel macht, ne? Aber trotzdem, im gleichen Verhältnis. Was nehmen wir denn da? Ja, nehmen wir das oder das? Schockaufbau bei Gegnern. Wahres Key-Verlust bei Tod. Minus 3,5, okay. Ja, nehme ich das. Das ist, glaube ich, gut. Und hier... Ja, sehr schön. Haben wir was Stufe 2iges gefunden, ne? Und das hat dann Elitner Schaden und so weiter runter. Ja, perfekt. Dann ist das doch unser neues Outfit, mit dem wir jetzt erstmal weiterspielen. So, aber nicht jetzt, denn was ich beibehalte, ist auf jeden Fall meine Verabschiedung. Und da sage ich für heute einfach Pfiat.